begrüße Sie bei den Weltbildern. 150 Menschen sterben heute beim Absturz der Germanwings-Maschine in Südfrankreich. Unter den Opfern im Weg von Barcelona nach Düsseldorf gerät das Flugzeug heute Vormittag in einen minutenlangen Sturzflug, der alle am Ende in den Tod reißt. Ein Unglück, das heute ganz Europa erschüttert. Wir schalten jetzt zu Jörg Rheinländer nach Madrid. 45 der Absturzopfer sind Spanier. Was weiß man inzwischen über sie? Also auch Spaniens Öffentlichkeit ist schockiert. Wie waren die ersten Reaktionen heute? Geschockt und sehr betroffen. In Katalonien sollen jetzt Busse bereitstehen, die Angehörige zum Unglücksort nach Frankreich bringen. Sind da schon einige unterwegs? Nach dem IS-Terroranschlag auf Urlauber in Tunis geht die Suche nach einem dritten Attentäter weiter. Deutsche Reiseveranstalter haben Ausflüge in die tunesische Hauptstadt bis auf Weiteres gestrichen, weil man neue Anschläge nicht ausschließen kann. Tödliche Waffen scheinen weiter ungehindert nach Tunesien zu gelangen, und zwar über die libysche Grenze. Wer in London Urlaub macht, der darf sich nicht wundern, wenn ihm neben dem roten Doppeldeckerbussen plötzlich ein Fuchs vor die Linse läuft. Denn mehr als 10.000 Füchse haben die britische Hauptstadt erobert. Aber sind die nun Freunde oder Feinde? Darüber wird heftig gestritten. Abschießen oder aufpäppeln ist also die Frage. Fest steht, mancher Stadtfuchs muss die Flinte schon jetzt fürchten. Schweden ist ja sonst immer ganz weit vorn in Sachen Fürsorge für seine Bürger. Ein Bilderbuchland, denkt man, dass nun ausgerechnet das UN-Komitee gegen Folter die schwedische Regierung auffordert, die Regeln für seine Untersuchungshaft endlich an die Vorgaben der UNO anzupassen. Das lässt viele aufhorchen. Denn Menschen wie Harriet Broman sind bisher schutzlose Opfer der schwedischen Justiz. Stellen Sie sich vor, Sie parken Ihr Auto kurz und kriegen es dann nie wieder. So geht es am Rand des Städtchens Saarburg. Hier steht nämlich das einzige Casino des Landes, in dem auch Einheimische spielen dürfen. Tausende zocken hier jeden Tag, einige bis zum bitteren Ende. Weitere Infos zu unseren Themen heute, die finden Sie wie immer auch im Netz unter ndr.de/weltbilder. Und ständig aktualisierte Informationen zum Flugzeugabsturz der Germanwings-Maschine, die finden Sie auf tagesschau.de. Hier geht es jetzt weiter mit der Doku Der Banker, Master of the Universe. Erschreckende Einblicke in die Bankenwelt aus der Perspektive eines ehemals führenden deutschen Investmentbankers. Wir freuen uns nächsten Dienstag wieder auf Sie hier bei den Weltbildern.